Herzlich willkommen zu Senke Starter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um die Big Five der Raumfahrt. Viel Spaß! Über große Raketen kann jeder berichten, aber ich erzähle dir heute anhand der beeindruckendsten. Ja klar, es gibt auch kleine beeindruckende Raketen, aber bei dem Thema spielt bei mir die Größe eine große Rolle. Also anhand der 5 imposantesten Trägersysteme will ich dir heute zeigen, auf welche Arten man in den Orbit kommen kann. Dabei helfen mir die Modellierungen von Aeneas. Der hat mir bei der Folge heute unglaublich geholfen und ohne seine Excel-Rechnungen der einzelnen Trägersysteme und die daraus resultierenden Graphen wäre die Folge heute gar nicht erst möglich gewesen. Vielen Dank Aeneas und das bringt uns zum Hashtag Team Space. Diese Woche Freitag um 20.15 Uhr gibt es ein weiteres astronomisches Quartett. Und Andreas von Yigis Kosmos, Chris von Video Space News und ich sind bei Sirwan von Mars Chroniken zu Gast. Das Ganze steht dann unter dem Motto, wie leben wir auf dem Mars? Und wir werden über Habitate und Terraforming sprechen. Heute in der Folge stelle ich dir die 5 stärksten Raketen aller Zeiten vor. Und am Beispiel der beiden Mondraketen N1 und Saturn V schauen wir uns dann das Schubgewichtsverhältnis und das Delta-V-Budget an. Diese Größen sind zwei entscheidende Optimierungsgrößen in der hochkomplexen Raumfahrt. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge über Weltraumtechnik verpassen möchtest, dann abonnier doch gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Und wenn dir gefällt, was ich mache und du den Kanal gerne unterstützen würdest, ja, dann freue ich mich über deine Patreon-Partnerschaft. Belesene oder beschaute Raketen-Nerds unter euch werden sich jetzt fragen, warum Big Five? Es gibt doch keine 5 Superschwerlastraketen. Also Raketen, die mehr als 50 Tonnen in den niedrigen Erdorbit tragen können. Klar, Saturn V und Energia. Und der Rest ist doch erst in Planung oder bereits verworfen. Die N1 hingegen, naja gut, die N1 ist immerhin geflogen. Nicht sonderlich erfolgreich, doch ja, die zähle ich schon irgendwie dazu. Falcon Heavy zählt nicht wirklich, weil sie voll wiederverwendbar nicht über 50 Tonnen kommt. Und das Space Shuttle hatte doch bloß rund 25 Tonnen Nutzlast. Beim Space Shuttle widerspreche ich jetzt mal. Klar, war hinten drin nur für 25 Tonnen Platz, aber der Orbiter wog mit Nutzlast bis zu 120 Tonnen und konnte weit mehr als nur Lastesel sein. Er hatte maximal 8 Astronauten an Bord und diente als Labor und half sogar Satelliten zu reparieren. Naja, und als Joker, weil es so toll sein wird, hype, 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 das Starship. Immerhin sind Teile davon schon geflogen. Erst kontrolliert nach oben, mittlerweile sogar gelandet und dann unkontrolliert in alle Richtungen. Klar, wenn wir schon in die Zukunft schauen, dann könnten wir eigentlich auch über SLS, die Langer Marsch 9 und Yenisei reden. Nur da ist es teilweise fraglich, ob sie jemals fliegen oder es dauert noch ziemlich lange, bis es soweit ist. Da haben wir sie, also unsere Big Five. Die Saturn V, die sowjetische N1, das Space Shuttle und die sowjetische Energia. Und bald dann hoffentlich das Starship. Es gab viele Raketen in den letzten 60 Jahren, aber diese sind definitiv die stärksten, die geflogen sind. Für das Starship plus Super Heavy machen wir eine Ausnahme und hoffen, dass wir es vielleicht noch dieses Jahr in Kombination fliegen sehen werden. Um ein besseres Gefühl für diese 5 einmaligen Trägersysteme zu bekommen, schauen wir uns mal folgende Tabelle an. Fangen wir mit denen von den 5 als erstes gestarteten Saturn V an. 110 Meter hoch, 10 Meter breit und am Ende fast 3000 Tonnen schwer. Gilt sie bis heute als die Mutter aller Raketen. Erst Starship und Super Heavy werden dieses Narrativ beenden. Entwickelt, um die Amerikaner zum Mond zu bringen, war jeder ihrer Starts erfolgreich. Ganz anders war es bei ihrer sowjetischen Herausforderung, der riesigen N1. Nur 5 Meter kürzer als die Saturn V verdankt sie ihr charakteristisches Aussehen der 17 Meter breiten Basis, in der ganze 30 Triebwerke untergebracht waren. Ursprünglich als militärische Schwerlastrakete konzipiert, sollte sie etwas abgewandelt die sowjetische Antwort auf das durch Präsident Kennedy eingeläutete Rennen zum Mond werden. Doch nach 4 erfolglosen Startversuchen wurde das Programm eingestellt und die Amerikaner entschieden mit der Saturn V und Apollo 11 das Rennen zum Mond für sich. Bis das Starship mit Super Heavy startet, wird die N1 aber die schubstärkste Rakete aller Zeiten bleiben. Kommen wir in die 80er und den beiden Shuttle-Konzepten Space Shuttle und Energia Buran. Zwar nicht so gewaltig hoch wie die N1 und die Saturn V, dafür waren diese Trägerkonzepte umso breiter. Während das Space Shuttle tatsächlich nur in Kombination aus Shuttle, Tank und Booster starten konnte, war die sowjetische Energia eine vollwertige Trägerrakete und konnte auch automatisiert andere Nutzlasten als die Buran-Raumfähre befördern. Ihre 4 Booster waren jeweils mit einem RD-170 ausgestattet, das bis heute stärkste Flüssigraketentriebwerk, das je geflogen ist. Und ja, dazu gibt es demnächst auch mal ein Video. Zentral in der Mitte gelegen war die Hauptstufe, die von 4 RD-0120 Triebwerken angetrieben wurde. Hier liegt auch einer der Hauptunterschiede zum Space Shuttle, das die Haupttriebwerke ja bekanntlich an der Raumfähre hatte. Auch war das RD-0120 eine Besonderheit in der sowjetischen bzw. russischen Raumfahrt, denn es brannte mit Wasserstoff und Sauerstoff.
Wenn ich mir das so ansehe, fällt auf, dass ich für alle drei amerikanischen Träger mindestens ein Video habe, während Videos zu N1 und Energia Boran bisher fehlen. Schande über mich. Hole ich bald nach. Weiter ins Detail gehen wir im heutigen Video nur mit den Mondraketen Saturn V und N1 im Vergleich dann zum Starship. In einem zweiten Teil werden wir Space Shuttle, Energia Boran und Starship dann vergleichen. Hier gehen wir dann auch auf die Wiederverwendung ein, die bei den Mondraketen überhaupt keine Rolle gespielt hat. Eines der schwierigsten Ziele in der Raumfahrt liegt direkt vor der Planetentüre, der Erdorbit. Sobald ich da bin, kann ich mit genügend Treibstoff relativ leicht überall hinkommen. Zurück ist dann eine andere Frage. Deshalb konzentriere ich mich heute auf dieses Zwischenziel, denn die Saturn V ist weitergeflogen, die N1 wollte weiter, für Energia gab es viele Ideen und Starship soll überall hin. Lediglich das Space Shuttle flog nur in den niedrigen Erdorbit. Tatsächlich gab es auch Konzepte, mit dem Space Shuttle eine Rakete in den Leo zu bringen, die aus dem Leo dann weiterfliegt. Leo steht für Low Earth Orbit. Die Saturn V brachte genügend Treibstoff hierher, um noch die TLI, also die Translunar Injection, durchzuführen. Also das Manöver, was einen dann auf den Kurs zum Mond schießt. Dazu braucht man aus dem Leo heraus übrigens 3,2 km pro Sekunde. Mit welchem Geschwindigkeitsbudget man wo im Sonnensystem hinkommt, dazu mache ich definitiv auch nochmal ein eigenes Video. Ich werde im Folgenden häufiger von Delta V reden, nicht von Menge an Treibstoff. Denn auch wenn in der Raumfahrt sehr wichtig ist, was hinten rauskommt, ist mein Ziel immer eine gewünschte Geschwindigkeitsänderung. Egal, wie ich meine Rakete gestalte, um vom Boden bis in den Leo zu kommen, braucht man um die 9 km pro Sekunde. 9 km pro Sekunde, das ist aber viel mehr als die 7,8 km bzw. die 28.000 km/h, von denen wir immer bei Orbitalgeschwindigkeit sprechen. Tja, du Schlauberger, da hast du gut aufgepasst. Das liegt an den Verlusten, die wir auf dem Weg dorthin noch kompensieren müssen. Denn wir beschleunigen ja nicht nur horizontal, wie wir es am liebsten für einen Orbit machen würden, sondern auch senkrecht entgegen der Erdanziehung. Und die Arbeit, die die Schwerkraft an uns verrichtet, die muss die Rakete zusätzlich aufbringen. Und warum fliegen wir dann überhaupt senkrecht? Wegen einem anderen Verlust, der uns aus dem Luftwiderstand entsteht und den wir möglichst gering halten wollen. Das können wir tun, indem wir möglichst schnell aus den dichten Atmosphärenschichten fliegen. Auch deshalb fliegen Raketen anfangs ziemlich senkrecht. So können sie die Verluste aus dem Luftwiderstand minimieren. Erst irgendwo zwischen 40 und 70 Kilometern Höhe geht es dann über die 45 Grad Neigung hinaus. Ja, ich habe schon viel auf Senkrechtstart über Triebwerke erzählt. Wir kennen ihre Zyklen und die berühmtesten ihrer Art sind hier auf dem Kanal auch mehrfach zur Sprache gekommen. Wobei, ich gebe zu, russische Triebwerke, darunter sind auch recht bekannte, sind bis jetzt etwas zu kurz gekommen. Wir werden diese zwar auch jetzt nur kurz anreißen, aber falls du noch mehr darüber wissen magst, lass mir gerne einen Kommentar da. Eines der großen Probleme von Raketentechnik betrifft auch die Triebwerke. Geringe Verwendung. Dadurch werden viele Raketenbauer sehr vorsichtig, wenn es darum geht, Triebwerke auszuwählen, die Menschen transportieren. Alle Raketen, die wir in diesem Video betrachten, sind bzw. waren darauf ausgelegt, Menschen zu tragen. Die Saturn V war hier einer der Wegbereiter für alle anderen. Und mit keinem einzigen Fehlstart war sie auch wirklich sehr, sehr zuverlässig. Bei der Saturn V hat man erstaunlich viel neu entwickelt. Vieles war ja zu der Zeit auch noch gar nicht vorhanden. Aber beim Triebwerkszyklus blieb man konservativ und beließ es bei dem offenen Gaszyklus. Der offene Gaszyklus ist nicht besonders effizient, was man auch am spezifischen Impuls sehen kann. Man vergleicht hier zum Beispiel mal das NK15 mit einem geschlossenen Gaszyklus mit dem F1, das bekanntlich seinen Druck mit einem offenen Gaszyklus erzeugte. Russland hat sich hier schon früh weiter bewegt und sehr umfassend an den geschlossenen Zyklen geforscht. Ein Problem, das sich aus dem offenen Gaszyklus ergibt, ist, dass alle Energie, die man bei den Turbopumpen verbraucht, um den Druck in der Brennkammer zu erhöhen, weitestgehend verschwendet ist. Da gehen Triebwerke im offenen Gaszyklus selten weit über die 100 Bar hinaus. Aber ein hoher Druck in der Brennkammer erhöht nicht nur den Wirkungsgrad, sondern erhöht auch den Schub, den man pro Quadratmeter der Querschnittsfläche der Triebwerke erzeugen kann. Obwohl die Saturn V schon 10 Meter Durchmesser hatte, mussten die F1-Triebwerke über den Stufendurchmesser hinausragen, um sicher betrieben werden zu können. Und selbst das reichte nur für ein Schubgewichtsverhältnis, da sagt man auch kurz SGV, der gesamten Rakete von 1,2 beim Start. Was heißt es überhaupt, Schubgewichtsverhältnis? Wenn eine Rakete nur ein Schubgewichtsverhältnis von 1 hat, erzeugt sie genauso viel Schub, wie sie wiegt. Dabei werden schon große Mengen Treibstoff verbraucht, ohne dass sich die Rakete auch nur einen Meter vom Fleck bewegt. Wenn wir ein SGV von 1,2 wie bei der Saturn V haben, kann immerhin ein Sechstel des Schubs dazu verwendet werden, die Rakete vorwärts zu beschleunigen, also abheben zu lassen. Je mehr Treibstoff dann die Rakete verbraucht, desto leichter wird sie. Der Anteil des Schubs, der also zur Beschleunigung verwendet werden kann, wird erhöht. Weil das F1 nicht drosselbar war, hat man gegen Ende der ersten Stufe das mittlere Triebwerk abgeschaltet, um die Beschleunigung unter 4G bzw. 40 Meter pro Sekunde Quadrat zu halten. Das schont die Struktur, aber auch die Fluggäste. Die vergleichsweise hohe Beschleunigung bei Brennschluss spart allerdings nicht so viel Treibstoff, wie man bei einem trägen Start verliert.
Deshalb hat die Saturn V für einen moderaten Orbit auch den höchsten Delta-V-Verbrauch. Die N1 hat die mäßige Schubdichte des NK15 übrigens dadurch kompensiert, dass die erste Stufe im Triebwerksbereich einen Durchmesser von 17 Meter hatte und sich stetig nach oben verjüngte. So konnte sie auch mit einem SGV von mehr als 1,6 abheben und insgesamt einen recht geringen Delta-V-Verbrauch aufweisen. Das bringt uns zu einem entscheidenden Nachteil von russischen Raketen. Weil der Startplatz deutlich weiter entfernt vom Äquator liegt, kann man auch deutlich weniger Erdrotation für sich nutzbar machen. Deshalb müssen russische Raketen ca. 100 Meter pro Sekunde mehr Delta-V einplanen. Das musste auch das Space Shuttle beachten, weil es auch zur ISS wollte, auch wenn es vom Kennedy Space Center startet. Die ISS fliegt auf einem sehr geneigten Orbit, damit auch die Russen leicht hinfliegen können. Das Starship hat übrigens ein etwas größeres Problem mit der Schubdichte, weswegen es darauf angewiesen ist, mit einer modifizierten Version des Raptors für Super Heavy zu arbeiten. Dabei wird auf etwas Vakuumeffizienz zugunsten der Meereshöheneffizienz verzichtet. Das macht man, um Durchmesser zu sparen. Diese Variante, die Elon bereits geteasert hat, wurde hier in der Modellierung berücksichtigt. Ansonsten wäre nur ein Schubgewichtsverhältnis von rund 1,2 möglich, was die Nutzlast wieder deutlich reduziert. Was das bedeutet, das sieht man hier. In diesem Vergleich gibt es aber keine Schubreduktion im Max-Q-Bereich, also der Zone mit der größten aerodynamischen Belastung. Die Schubreduktion hebt den Vorteil des höheren Schubgewichtsverhältnisses etwas auf. Wie man hier sieht, ist das übrigens auch ein großes Thema. Das erklärt nämlich diese großen Dellen in der Beschleunigungsphase der ersten Stufe. Das ist nicht der Luftwiderstand selbst. Das ist im Grunde vorauseilender Gehorsam. Zu viel Luftwiderstand gefährdet die Struktur der Rakete. Wenn man dann zu schief fliegt, dann passiert sowas. Gut, das war ein Steuerungsfehler bei der Ariane 5. Aber wenn Menschen an Bord sind, will man auf Nummer sicher gehen. Nimmt den Fuß etwas vom Gas und vergeudet etwas Delta-V. Ja, es mag absurd klingen, aber man verliert mehr Delta-V durch die Gravitation, als man durch den geringeren Luftwiderstand spart. Deshalb, wenn keine Menschen an Bord sind, bremsen Raketen häufig deutlich weniger. Nur die Saturn V konnte getrost darauf verzichten, da sie in dieser Zone noch recht langsam war. Aerodynamik ist aber deutlich komplizierter. Es ruft förmlich nach einem eigenen Video. Was meinst du? Schauen wir nun mal auf die Geschwindigkeitsentwicklung. Hier haben wir die Geschwindigkeit der unterschiedlichen Träger einmal über die Zeit aufgetragen. Das heißt, wir starten unten links bei 0 Sekunden und unsere Triebwerke beschleunigen uns, bis wir schließlich bei etwa 7,4 km pro Sekunde sind. Die restlichen 0,4 km pro Sekunde bekommen wir durch die Erdrotation. Mit abnehmendem Gewicht nimmt die Beschleunigung zu, weswegen alle Kurven nach oben gebogen sind. Aber die neuen Stufen haben deutlich weniger Schub als die vorangegangenen, weswegen die Geschwindigkeitszunahme bei der Stufentrennung immer deutlich absackt. Das sieht man dann deutlich an den Knicken. Hier wird auch der Grund deutlich, warum die N1 so viel weniger Delta-V an die Gravitation verliert. Sie dominiert die anderen beiden Träger, bis ihre dritte Stufe übernimmt. Die dritte Stufe der N1 hat wie viele andere Oberstufen ein Schubgewichtsverhältnis von kleiner als 1. Da sie so viel Initialgeschwindigkeit durch die unteren Stufen mitbekommen kann, dass sie kaum mehr Schub nach oben erzeugen muss, kann sie sich Zeit nehmen, seitlich in den Orbit zu beschleunigen. So reicht ein kleines Triebwerk, was wiederum Gewicht spart. Diesen Vorteil kann das Starship für sich nicht nutzbar machen, da eine Zwischenstufe nur schwer wiederzuverwenden ist. Da die Mondraketen allerdings nicht wiederverwendet wurden, konnten sie näher am Optimum die Stufen trennen. Auch wenn es erstmal gut aussieht, dass die N1 so wenig Delta-V verbraucht, so ist bei Wegwerfraketen dieser Faktor nicht so wichtig. Mehr Delta-V heißt mehr Treibstoff. Der ist verglichen mit der Rakete selbst spottbillig. Auch sind Tanks deutlich günstiger als Triebwerke. Das wiederum zeigt aber auch, dass man beim Starship gegebenenfalls sogar über eine breitere Erdstufe nachdenken könnte, um mehr Triebwerke unterzubringen. Denn wenn Starship erstmal im großen Stil wiederverwendet wird, dann werden die Treibstoffkosten relativ betrachtet deutlich wichtiger. Am Beispiel der Mondraketen haben wir heute zwei neue Aspekte des Raumtransports erörtert: das Schubgewichtsverhältnis und das Delta-V-Budget. Diese sind zwei entscheidende Optimierungsgrößen in einem hochkomplexen Zahlenproblem bei einem Raketenstart. Wir haben aber einige andere Aspekte nur angerissen. Auf die können wir gerne in einem weiteren Video eingehen. Wenn dich das interessiert, schreib mir einfach unter dem Video. Was wir auf jeden Fall demnächst näher betrachten werden, ist der zweite Teil der Big Five, denn die beiden Shuttles haben aufgrund ihrer Wiederverwendung einige weitere Aspekte, die ich unbedingt mit dir teilen möchte. Hier geht nochmal ein riesen Dankeschön an Eneas. Ohne ihn wäre die Folge heute gar nicht möglich gewesen. Vielen, vielen Dank, Eneas. Du bist eine Bereicherung für das Hashtag TeamSpace. Und ich möchte nochmal an den Livestream am Freitag um 20.15 Uhr bei Marschroniken erinnern. Das astronomische Quartett Andreas, Chris, Sirwan und ich werden über Habitate und Terraforming sprechen. Das Ganze veranstalten wir auf Sirwans YouTube-Kanal Marschroniken. Nächste Woche gibt es hier ein Video, auf das ich mich schon lange freue, und zwar über die deutsche Raketen-Startup-Szene. Wenn du diese und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Montag. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.